Hallo Leute, willkommen zurück zu Happy Wheels, Bros Levels. Warum sage ich das eigentlich immer? Today, den Nevist und den Rating. Gut, Pin Apple Run. Play now. Und Pin Apple Run. Wow. Holy shit. What was that? Nein. And who can say Timmy's Kopf fehlt? Okay, nochmal von vorne. Wir müssen hier anscheinend drüber. Oh Gott. Timmy, du schaffst das. Oh, wo ist denn Timmy? Ach da. Fehlt schon wieder der Kopf. Alter. Das ist doch nicht normal. Ja. Nice. Mein Hut hat es geschafft. Und Timmy lebt noch. Los, ja. Oh. Ja. Und sogar noch überlebt mit Timmy. You did it. War jetzt nicht so viel Arbeit, aber da ich es noch nie gesehen habe. 4 Sterne. Nein. Exit to Menü. Mario Spike Fall. Nehmen wir den Weihnachtsmann. Ja. Ich weiß nicht wohin. Meine Geschenke sind jetzt hin. Ups. Ah, ich glaube, hier geht's runter. Ja, Spike Fall, ist ja klar. Oh, ho, uah. Oh. Nein, meine Rentiere. Oh mein Gott. Lebt der noch? Weihnachtsmann? Ja, ich glaube, der lebt noch. Der blutet nur ein bisschen. Na, auch nicht so viel Arbeit. Vielleicht die Grafiken, deswegen. Ja, bei den Grafiken bin ich mir nicht sicher. Ist das viel Arbeit, Leute? Wie viel geht das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Man kann bestimmt noch irgendwie irgendwelche Bilder einfügen. Ich gebe einfach mal 4 Sterne. Apropos Bewertung. Ich habe gestern bemerkt, dass beim, ich glaube, 6. oder 5. Secret of Evermore Part ein Dislike-Bot draufgehetzt wurde. Ein Dislike-Bot, mal eben zur Erklärung, ist ein Bot eben, der, also eine Maschine, könnte man sagen, ein Programm, das nur eine Absicht hat, nämlich ein Video zu disliken, ein Video schlecht zu bewerten. Und warum ich mir sicher bin, dass das ein Dislike-Bot war, ganz einfach. Bei ganz vielen Daumen nach unten kommen einfach negative Kommentare, ob es jetzt ein purer Flame ist, also ein Hate oder sowas. Also von wegen, du bist einfach richtig scheiße, fick dich, ja, sick the Kudle war, keine Ahnung was. Toh. Oder eben, das Video hat mir nicht so gefallen, bla bla, mach das nächste Mal besser, so konstruktive Kritik. Da tun sich viele ja auch immer wieder schwer, den Unterschied zu bemerken und denken dann, dass sie konstruktive Kritik abgegeben haben, obwohl sie einen total geflamed haben. Und ja, wundern sich dann eben, warum sie blockiert wurden, aber naja. Ja, und daraufhin hatte ich dann eben bei Facebook und Twitter und einmal via Bulletin geschrieben, dass es doch nett wäre, mal eben da entgegenzuwirken und das Video einfach ganz stumpf hoch zu bewerten. Ich meine, wenn der ganz stumpf alles, ja, downvoten kann, dann könnt ihr auch ganz stumpf als Community das Video gut bewerten, oder nicht? Also da sehe ich dann auch kein Problem drin, danach zu fragen. Und daraufhin haben dann doch schon relativ viele, ich glaube mittlerweile 700 oder 800 Leute, ja, das Video eben gut bewertet, auch wenn sie das Projekt nicht unbedingt gucken, was ziemlich schade ist, weil das Spiel einfach richtig geil ist. Ja, und da war ich dann doch schon relativ verwundert, weil, ja, ich finde im Vergleich zu einer anderen Community, also allgemein zu den anderen Communities von anderen Kanälen, ist meine dann doch schon etwas, ja, ich sag mal wenig anspornbar oder wenig dahinter, was ich eben mache. Auch wenn viele eben gucken, sind eben doch relativ wenige da, die auch wirklich dann, weiß ich nicht, bei Facebook aktiv sind, bei Twitter aktiv sind und so weiter. Was eben bei anderen eben nicht der Fall ist. Also bei denen sind die dann doch schon etwas aktiver. Das wollte ich nur mal eben erwähnt haben, weil mir das in letzter Zeit auf jeden Fall aufgefallen ist. Jetzt suche ich gerade nach German Let's Play's Video, nicht Videos, sondern Levels Today. Oh. Play Count. Epic Toilet. Ja, toll, jetzt bin ich wieder hier.
This Week. Und dann am besten Rating. Leute, tut mir den Gefallen. Tut mir den Gefallen und spielt regelmäßig hier die Level. Einfach mal danach suchen, nach German Let's Play. Und bewertet die dann fair. Weil dann finde ich endlich mal irgendwelche Level, die auch was haben. Die auch irgendwie besonders sind. Und desto besser, wenn die Folgen halt auch eben. Kenne ich das hier nicht schon? Ja, ich kenne das, glaube ich, schon. Oder? Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Es sieht halt aber auch irgendwie alles gleich aus, finde ich. Oh, oh. Nein, ja, das kenne ich, glaube ich. Oh, gehen wir hier nochmal eben im Speedrun durch. Ende. Keine Ahnung, wie viele Sterne ich beim letzten Mal gegeben habe, aber da ich da jetzt so durchgerannt bin und das alles so trist aussah, kriegt es auf jeden Fall nur 3 Sterne. Exit to Menü. Gehen wir einfach mal hier irgendwie dahin. Play now. Das ist mein zweites Level. Demo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war's? Na, nee, tut mir leid, aber das ist das einzige Level, wo ich jetzt 2 Sterne für bewerte. Das ist wirklich sehr wenig gewesen. Ja klar, Demo, aber dann lad keine Demo hoch, sondern direkt die Vollversion. Das ist ja Schwachsinn, das ist ja Tullux. So, play now. Nehmen wir mal den Weihnachtsmann. Oh, hallo Gemlets Play, ich hoffe, dir gefällt mein Level. Das ist mein drittes Level. Das ist ja, nein! Oh, das kenne ich aber auch schon, oder? Ich glaube, ich kenne das auch schon. Oh, oh. Noch hat er einen Kopf. Noch hat er einen Kopf. Oh, jetzt bin ich zu dick. Oh. Egal, wisst ihr was? Ich suche jetzt einfach mal eben nach Today und Newest. So. Und jetzt gebe ich gerne mein Let's Play ein. So. No, there was a problem. There was a problem. There was a problem. Search! Loading Levels. Komm, komm, komm. Schneller, 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 schneller. Hallo, die Leute warten. Oh, 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 geht doch. Danke. Gehen wir da mal rein. Das ist mein erstes Level. Okay. Oh, oh. Oh. Was? Was? Soll mich überhaupt bewegen? Ich mache immer gar nichts. Guck's mir an. Aua. Ah. Okay, das war's. Auf solche Gedärme stehst du doch, oder? Ja, aber... Oh, komm, das war doch viel zu wenig. Ich weiß nicht. War zwar ganz nett, dass du daran gedacht hast, aber so was sollte man in Level einbauen, die schon irgendwie was haben. Also die schon in gewisser Weise... Weiß ich nicht. Die dann so enden. An Don't-Move-Level, die eben so enden, dass die Gedärme eben so geteilt wurden. I-Herz. Schon mit Spray. Dahin. Okay. Okay. Wenn es das hier war, dann bist du der Erste, der wirklich nur einen einzigen Stern bekommt. Alter. Was ist das für ein Level? Who can say... Ja, nice. Tut mir leid, aber das ist ja wirklich bis... Oh, hä? Hä? Warum... Ich kenne Level doch noch gar nicht. Warum kann ich das denn jetzt nur einmal bewerten? WTF? Dumm? Verstehe nicht. Keine Ahnung. Your Comedy Team. Play now. Nimm es mit Humor. Okay. Fahren wir mal los. Da rup di rup di du. Was? Oh, Timmy. Wenn du es berührst, dreht es sich. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh Gott. Hat er auch gesagt. Schwarz Humor, 5 Sterne. WTF. Hört auf, das ist zu hart. Hä? Jetzt haben wir nicht das Wart. Das kannst du nicht gewesen sein von dem Level hier. Tut mir leid, aber... Da müsst ihr mir doch zustimmen, oder? Dass das einfach nur scheiße ist. Oder nicht? Bin ich da jetzt gerade zu hart? Könnt ihr ja echt mal gerne was zu schreiben. Wie viele Sterne hätte das jetzt von ja, eurer Meinung nach verdient? Oh. Von Robin Andrea 97 schon wieder. Boah, YouPorn-Jumlet Schluck, ey. Hör doch auf, meinen YouPorn-Kanal zu verlinken. So.
Willkommen zu meinem zweiten Level Gymnet Space Insider Part 2. Viel Spaß. Ich bin ein Jugendlicher. Tipptopp. Ganz langsam. Nö, hör ich nicht drauf. Boah. Nein, 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 weg davon. Was steht da? Soll ich mal ins Mikrofon furzen? Soll ich? Soll ich? Nein. Das war von Waititi Style. Oh, 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 oh. Was? Los, fehlt mir Timmy. Oh, doch nicht. So, Squad. Wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Hä? Wir sind hier nicht bei South Park. Ach ja, falls Timmy noch lebt, opfer ihn. Nein. Lala. Das war's mit Part 2. Ja, hat jetzt ehrlich gesagt nur 3 Sterne verdient. Das war, naja, relativ kurz. Keine gameplay-technischen coolen Sachen. Und von den Insidern ja auch relativ schwach. Kann natürlich sein, dass ich nicht mehr hab oder so. Aber da gibt's bestimmt noch einige. Dafür bekommst du auf jeden Fall 3 Sterne. Hä? You may only vote in a level WTF? Ich kann nur jede 24 Stunden das Level bewerten. Ja, aber ich war hier noch nie drin. Willst du mich verarschen? Also wenn das beim nächsten Level immer noch so ist, dann sollte ich mir Sorgen machen um meinen Account. Der Nipple Twister. Play now. Nehmen wir. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Oh. Gott sei Dank. Jetzt kann ich Timmy nehmen. Oder nee, nehmen wir den. Den Weihnachtsmann. Ja. Attacke. Ich bin leider tot. Los, Weihnachtsmann, flieg. Du schaffst das. Oh oh. Oh 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 oh. Oh. Nochmal. Da da dam dam da dam da. Da dam na 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 na. Ein bisschen schneller. Oh, ich hab nur meinen Hut verloren. So, komm. Komm. Oh, los, flieg. Komm in meinen Wagen rein. Ja, darauf stehe ich. Ja, toll. Also sind die echt die Antreiber des Ganzen. Moment, dann nehme ich nochmal eben Timmy-Leinchen. Let's Flash kommt im Übrigen heute auch noch, ne? Also, wundert euch auch nicht, wenn ich hier gerade ein bisschen anders klinge. Ich bin total verschnupft und bin eben erst aufgestanden. Aua. Ich, ja, hatte da gestern etwas sehr Dummes erlebt. Ich war bis 22 Uhr bei meinem Bruder. Haben da ein bisschen was aufgenommen. Und ja, ich hatte vorher vergessen, ich bin seit 18 Uhr bei dem gewesen, war zu essen. Sprich, ich hatte schon seit, ja, seitdem ich wach war, nämlich seit 2 Uhr morgens gestern. Also schon 12, 13, 14, 18 Stunden, Moment, wie rechne ich denn? Von 2 auf 18 Uhr eben hatte ich schon Hunger und hatte nichts zu mir genommen. Dann bis 22 Uhr und um 22 Uhr hatte ich schon ein richtiges Loch im Magen. Hä? Ja, oh. Und dann habe ich bestellt. Dann habe ich bestellt. Um 22.30 Uhr hatte ich bestellt oder 22.40 Uhr und um 0.30 Uhr war der immer noch nicht da. Haha, du Loser, kommst du mit, was? Kommst du was? Kommst du nicht hoch, wa? Hä? Ja, irgendwie doch. Ja, um 0.40 Uhr war der immer noch nicht da. Ups, falsch gedacht. Bitte tu mir nichts an. Okay, und dann habe ich nochmal irgendwo bestellt. Und der hat dann bis 3 Uhr morgens gebraucht, der Typ. Dann hat mich sowas von vollgefressen. Mein Reichtum hier kommt. Was? Mein Reichtum? Hier kommst du nicht vorbei. Achso, mein Reichtum. Hier kommst du nicht vorbei. Sonst kommt Karate Kid und reißt deinen Arsch auf. Nein, 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 nein. McDonald's. Boah, was? Ich kann es einfach nicht lesen, Leute. Tut mir leid. Nein! Ja, 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 ja. Ich hab's geschafft. Moment, wohin rollt das? Ist hier noch irgendwas? Nee, irgendwie nicht. Ja gut, Leute. Dann, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part von Happy Wheels. Schaut das Let's Flash, was ich jetzt gleich hochladen werde noch. Oder als Secret of Evermore oder Diablo 3. Da kommen mit Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit immer mal wieder Videos
die ihr total verpasst, weil das Abo-Modul einfach so was von Kacke ist. Deswegen guckt einfach mal auf dem Kanal vorbei. Oh Gott. Was war das denn? Mein Gott. Räusper. Guckt einfach mal auf dem Kanal vorbei. Oh, da rollt mein Herz runter. Und da gibt es mit Sicherheit das ein oder andere Video, was ihr noch nicht mal von Thumbnail her, also vom Vorschaubild her gesehen habt. Ja, und schaut dann da mal ein bisschen rum. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis morgen. Tschüss, bis dann.